Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Terraria und wir werden gleich mal mit Jake reden, damit er uns erklärt, was wir alles so aus dem Soul of Light herstellen können. Das Star of Power, okay, das scheint... Ach guck mal, sieht so ein bisschen Yin-Yang-mäßig aus auch. Und ja, da braucht man Souls of Light und Night. Das sieht aus wie so ein Morgenstern halt. Die Light Disc kennen wir schon, die Fairy Bell kennen wir auch schon durch diesen Pixie Dust. Neptune's Shell, equipable, transforms the holder into merfolk when entering water. Oh cool, da wird man dann so ein Meermann. Heißen die Meermann? Ich weiß es gar nicht. Korallen braucht man da und ein paar Soul of Light, Night und Soul of Fright. Okay, da gibt es ja scheinbar sehr viele von diesen unterschiedlichen Souls. Rainbow Rod, Angel Wings, Crystal Storm. Boah. Ah, seht ihr wohl hier das Mechanical Eye? Eine Linse, Kupferbarren, Eisenbarren und Soul of Light. Und damit kann man einen der neuen Gegner beschwören, und zwar die Twins. So wie The Eye of Cthulhu, bloß dass es zwei sind. Und ja, dass sie um einiges mächtiger sind, das unterscheidet sie voneinander. So, die Soul of Light kommt dann einfach mal hier mit rein. Und dann würde ich mal sagen, stellen wir uns jetzt einfach mal ordentlich Mithril-Barren her. Zack, ja, das ist doch schon mal super. Da haben wir 31 Stück. Damit haben wir dann das ganze Dingens schon mal verbraucht. Aha. Used to craft items from Mithril and Adamant Bars. Ah, okay, das heißt, wir brauchen eh diesen Dingens hier. Dann kann ich unseren Eisenamboss wegpacken. Und dann packen wir hier den aus Mithril einfach mal hin. Ey, auf dem kann ich auch nicht mehr stehen. Okay. Oha, ja, seht ihr wohl, hier können wir jetzt richtig viele Sachen herstellen, aber ich wollte erstmal noch die Kobaltbarren herstellen, genau. So. Den Eisenamboss kann ich wegschmeißen. Hier, Mithril, Helm, Hut. Ja, genau, das ist hier genauso wie bei dem Kobalt, dass es mehrere Hüte und so weiter gibt. 20, 15. Und den Drill natürlich, mit dem wir dann Adamant abbauen können. Ich würde sagen, das holen wir uns auch gleich. Die Chainsaw, den Repeater, Sword. Eine helle Bade. Das Schwert hat 47. Ja, immer noch ein bisschen weniger als Knight's Edge, obwohl Knight's Edge natürlich auch ein bisschen Mods drauf hat. Hillebarde. Okay, jetzt wird's wieder Tag gerade. Lasst mich nochmal eben zu dem Jake gehen und wegen Crafting wollte ich mal schauen, die Crystal Shades. Ach genau, da brauchen wir 50 Stück, damit wir unser Lightsaber upgraden können. Crystal Bullets könnten wir auch herstellen. Ah, okay. Magical Harp. Aha. So viel Krams, den wir hier herstellen können, Leute. Ey, das ist... Boah, der Hard Mode. Der wird uns noch richtig Freude bereiten. Das habe ich schon richtig im Gefühl. So, da würde ich mal sagen, wir packen erstmal hier Quickstack-mäßig alles rein. Was habe ich hier noch? Quickstack. Ich mache einfach mal überall schnell einen Quickstack, damit wir das Inventar schon mal einigermaßen leer kriegen, aber ich glaube, das hilft gar nicht so viel momentan. Healing Potions kann ich doch bestimmt zusammenpacken, genau. Okay, dann kommt das Crystal Krams erstmal mit in die Piggy Bank. So. Und wir stellen uns einfach nochmal aus dem Mithril-Barren die Mithril, den Mithril-Bohrer her. So, zack. Damit können wir dann erstens schneller abbauen. 150 im Gegensatz zu 110 Power. Und ja, damit können wir auch das letzte Material dann abbauen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. So, und das war's dann auch schon. Jetzt haben wir wieder unser ganzes Mithril dafür, naja, verschwendet nicht, aber ausgegeben. Und Unholy Errors haben wir hier noch. Ja, wir haben viel Krams jetzt dabei gerade. So viel Krams brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Und wir können jetzt erstmal schnell zu einem Händler gehen. Es wird auch Tag. Wir können ja nochmal zu The Hollow gehen, wenn es Tag ist. Mal schauen, ob da dann andere Gegner rumrennen. Oh, für ein Gold können wir den Kobalt-Drill verkaufen. Und den Deadly Bonehammer, den sollte man nicht verkaufen.
Kobalt haben wir hier, das ist schon mal gut. Die Spitzhacke kann ich auch wegpacken eigentlich, die brauchen wir doch gar nicht mehr. Verschwendet nur einen Platz, ich werde die erstmal einlagern, was soll's. Ich weiß, ich könnte die auch verkaufen eigentlich, aber wir haben ja hier noch so ein bisschen Platz drin. Hellfire Arrows machen deutlich mehr Schaden, die Unholy Arrows können dann auch verkauft werden. Und ja, dann mache ich mich einfach mal auf den Weg. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte deinen Shop mir einmal reinziehen und dir dann die Unholy Arrows verkaufen. Und ja, das war's eigentlich schon. Oh, Mithril ist ja 11 Silber das Stück. Nicht schlecht. Stein und so brauchen wir eh. Das ist erstmal nicht. Okay. Beeilen wir uns einfach mal, damit wir dann auch noch ein bisschen was zu sehen bekommen. Und ich bin mal gespannt, ob andere Gegner kommen, weil beim letzten Mal waren ja wirklich diese komischen Laserquallen und diese anderen Viecher da, diese Seelen oder Geister oder was auch immer das waren. So, die Mushrooms hier nochmal abfarmen. Wenn wir hier schon mal in der Nähe unserer Farm sind, sollten wir die einfach auch mal mitnehmen. So, und ihr seht schon, das ist jetzt nicht so effektiv. So viele Pilze wachsen hier nicht, aber es reicht, damit wir wieder ein bisschen Bowl of Soup eigentlich mal herstellen können demnächst. Dann machen wir ja auch wieder mehr Schaden und so weiter. Und von den Fischen dürften wir sowieso noch genug haben. Ach, eine Hütte müssen wir noch bauen für den Wizard, damit er bei uns einzieht. Müssen wir uns auch noch mal was Schickes einfallen lassen für den. Vielleicht so ein Magierturm oder so. Irgendwas Stimmiges, was auch zu ihm passen würde. Ah, shit, jetzt habe ich mich nicht da angeditscht. Dann bin ich gleich wieder langsamer. So, zack, Feierabend. Also die Slimes sind echt lächerlich. Moment, hier habe ich gerade mal ein bisschen Lehm. Wenn wir hier eh schon mal das sehen, dann können wir das einfach mal schnell mitnehmen. Juhu, rüber mit uns. Oh, hoch. Und ich glaube, gleich müsste Hollow doch schon kommen, oder? So weit war das gar nicht. Ah, schön. Und ja, genau, hier beginnen wieder die LSD-Bäume. Ich rüste mal gleich mein Dingens aus. So, das ist doch jetzt wieder dieser normale Pearlstone. Ah, okay, wusste ich es doch. So, und dann wollen wir mal schauen, ob hier unten jetzt neue Gegner rumrennen. Hier ist noch unsere Dingens. Patrick was slain by Pink Laser. Lass ich einfach mal liegen. Ah, die Feen und... Oh, schaut mal, Einhorn. Oh, wie schnell ist das denn? Eieiei. Hä? Ach, Pixies. Oh, was? Wie viel Schaden machen die? Ey, Leute. Boah. Boah, shit. Wo sind die Einhörner hin? Ach, Herr Jemine, haben die viel Schaden rausgerotzt. Schießt ihn tot. Schießt das Einhorn tot. Boah. Oh Gott, ich muss auf das Einhorn schießen. Die sind echt ziemlich stark sonst. Pixie. Ja, die Pixies mal hier im Nahkampf. Haben wir ein Einhornhorn gefunden zufällig? Nee, leider nicht. Oh, Pixie hat mich getroffen. Oh Mann, Leute, wir müssen uns echt noch ein bisschen in Acht nehmen hier. Schaut mal auf unsere Lebensenergie. Das ist doch nicht feierlich. Also ich sterbe hier gleich wieder. Wenn jetzt nochmal diese blöden Viecher hier angetrabt kommen, dann ist Feierabend. Die Einhörner, die sind ziemlich stark. Das muss man ja mal so sagen. So, und den Feenstaub hier brauchen wir aber. Oder den Pixie Dust. Ich nenne ihn einfach mal Feenstaub. So, jetzt knall ich mir gleich noch schnell einen Zaubertrank rein. Da kommen wieder zwei. Aua, Einhörner, ey, die sind krass, weil die so blöde rumjumpen. Ah, ich glaube, mit einer Fernkampf... Da kommt eins. Da kommt ein Einhorn. Shit, shit, shit. Oh, ich muss mal eben abheben. Boah, ey, das ist doch nicht normal. Ah, okay, das durch den Rückstoß kriegen wir das Einhorn so. Vorsicht, es springt. Oh, weg hier. Okay, okay, gegen das Einhorn muss ich die Fernkampfwaffe einsetzen. Wofür haben wir die dann auch sonst, wenn wir die nie benutzen würden, oder? Pixie Dust, yay. Pixie, das müssen wir auch noch eine Menge sammeln. Machen wir einfach dann hier mal gleich nebenbei. Warum nicht, ne? So, was ist hier los? Pixie über Pixie. Ah, die droppen auch immer ganz schön viel. Teilweise auch mehr als ein. So, dann wollen wir mal hier hoch. Zack. Ja, toll, da komme ich nicht hoch. Dann muss ich mich halt hier hoch schieben mit unseren Rocket Boots. So, den ganzen Pearlstone Sand
Brauchen wir hier auch nicht. Ah, okay, hier ist dann The Hollow auch schon vorbei. Ja, wird wahrscheinlich von der Wüste aufgehalten, so wie es aussieht. Hier unten breitet es sich noch ein bisschen aus. Ah, hier, das ist doch... Ist das nicht Dingens? Ja, Lehm. Geil. Eine ganze Menge Lehm sogar. Können wir uns ein paar Schalen draus herstellen und dann können wir schön Dingens daraus machen. Die Fischsuppe. Beziehungsweise die Fischpilzsuppe. So. Okay, also gut zu wissen, dass die Wüste hier The Hollow aufhält, weil die Corruption ja inzwischen auch vor Wüsten nicht mehr Halt macht, wie wir festgestellt haben. So, ach, jetzt wird das hier schon wieder zu dirt teilweise. So, dann gehen wir nochmal runter hier, machen die restlichen Pixies fertig, wenn wir es denn schaffen. Ja, okay. Das ist eine gute Position, dass sie nicht von beiden Seiten kommen. Shit, jetzt bin ich wieder zu voreilig gewesen. Ach, die machen auch 50 Schaden oder so, das Stück, ey. Schon ziemlich krass. Okay, ab nach hier oben. Vielleicht treffen wir nochmal auf das ein oder andere Einhorn. Also ich würde eigentlich gerne... Ja, da kommt ein Einhorn. Jetzt muss ich erstmal schnell den Pixie vorher killen. Oh shit, ich muss immer eben abheben hier. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir das Einhorn da hinten schön an die Wand gestellt. Bam, bam, bam. Und das hat ein Einhorn gedroppt. Unicornhorn. Geil. Ach, 4 Stück sogar. Hat jedes bisher gedroppt. Okay, das ist auch gut zu wissen, dass jedes Einhorn so ein Ding droppt. Dann werde ich mich hier noch ein bisschen aufhalten. Ganz ehrlich, das lohnt sich dann ja schon. So, Pixie Dust kann man auch immer gebrauchen, würde ich mal sagen. Da wachsen einfach nur Blumen. Oh, da kommt eins. Bam, komm her. Wärst von unserem Phoenix Blaster richtig Maß genommen, du blödes Einhorn. Oh, es dreht um. Zack, down. Ups, Schwert für Pixies. So, wie sich das gehört. Und ich wollte mal eben schauen, da oben, so wie es aussieht, können Sonnenblumen The Hollow nicht aufhalten. Oh, ey, ja, klar, das Einhorn, was ist denn mit dir falsch im Kopf, ey? Wie gehst du denn ab? So, komm, wie viel hat er noch? Nicht mehr viel, okay. Okay, also der Phoenix Blaster ist schon geil. Das muss man ihm lassen. Also der macht gut Damage. Oh, guck mal, hier wachsen trotzdem noch normale Pilze im Hollow-Bereich. Ja, und schaut mal. Sonnenblumen stellen kein Hindernis für Hollow dar. Das geht hier einfach eiskalt rüber. Das finde ich krass. Na gut, wissen wir da auch Bescheid. So, was ist hier los? Warum spawnt nichts mehr? Hallo, hallo. Gegner, spawnt doch mal. Hey, diese LSD-Bäume, die sind echt cool. Es will nichts mehr spawnen, oder wie? Los, Gegner, ich weiß doch, dass ihr es auch wollt. Da kommt ein Pixie. Jetzt kommt das Einhorn natürlich mal wieder genau von der anderen Seite. Und kommt Pixie tot. Sehr schön. Können wir das Einhorn hier fertig machen. Zack, komm. Viel hat er nicht mehr. Oh, ich bin gerade irrsinnig langsamer wieder. Ich denke, das kommt wieder durch irgendwie die Pixies oder so. Also die Gegner haben auch oft Verzauberung jetzt am Start, womit die einem gut Schaden machen. Ah, der Phoenix Blaster gefällt mir. Obwohl Night's Edge mir auch sehr gut gefällt, aber gegen die Einhörner ist er einfach ein bisschen schlecht, finde ich. Beziehungsweise schwer einzusetzen gegen die Einhörner. So, dann hoffen wir mal, dass noch ein paar kommen. Ah, Pixies, auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viel Pixie-Staub man nochmal brauchte für diese ganzen Sachen, aber das war nicht unerheblich. Es war schon einiges. Ja, wir haben jetzt schon 81 gesammelt. Oh nein, 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 komm. Nimm den Phoenix Blaster. Zack, 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 zack. Sehr schön. Ich überlege auch, ob wir die Mini-Shark uns noch holen sollten. Obwohl momentan ist der Phoenix Blaster stärker, aber die Mini-Shark, für alle, die es noch nicht wissen, werde ich mal ein bisschen spoilern jetzt. Die kann man jetzt aufrüsten. Und da kommt natürlich Freude auf und das wird eine richtig kranke Waffe dann, so wie ich das gesehen habe. Also die scheint dann richtig Damage rauszurotzen. Jetzt muss ich einen Trank schnell mal schlucken. Sicher ist sicher, dass wir bei voller Lebensenergie bleiben. Und die haben uns wieder verlangsamt, die Schlingel. Die machen uns echt immer langsamer, die Pixies, wenn sie uns treffen.
Die haben uns wahrscheinlich auch diesen Rüstungs-Debuff letztes Mal raufgehauen, falls ihr euch noch erinnert, wo auf einmal unsere Rüstung halbiert wurde. Auch nicht gerade so lustig. Also ich kann mir lustigere Sachen vorstellen. Gut, hier der letzte Pixie für heute. Die Sonne geht auch langsam unter. Warten wir nochmal, ob das ein oder andere Einhorn vielleicht nochmal dem Sonnenuntergang entgegenrennt und dann schön in unseren Armen landet. Dass wir uns vielleicht noch ein Horn gönnen können. Und dann müssen wir ja schon wieder mal Jake fragen, was wir alles so Schönes mit den Einhornhörnern anfangen können. So, die Sonne geht unter. Das heißt, bald kommen wieder diese Laserviecher hier und dann geht's richtig ab. Die sind echt ein bisschen krass, weil die einfach eine Menge Schaden rausrotzen. Ja, sehr schön. Ein Einhorn kommt noch. Phoenix Blaster ist ausgerüstet und... Oh, schussbereit. Verzieh dich, du blödes Einhorn. Bam, 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 bam. Ja. Es sind ja eigentlich auch irgendwie so alles tendenziell eher die Kreaturen, die nett sind, würde man so denken, oder? So Einhörner werden immer als reine Geschöpfe dargestellt und so. Aber die greifen uns hier eiskalt an, ne? Passt ja auch so mit den Regenbogenbäumen und so, dass das hier eher eigentlich ein Liebesgebiet ist, mit dem Regenbogen im Hintergrund und so in dieser melodischen Musik. Aber Leute, der Schein trügt. Fallt da nicht drauf herein. Okay, wir teleportieren uns nach Hause und sehen uns, wenn du magst, beim nächsten Mal hier an dieser Stelle wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.